Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen solchen Schnuller ganz einfach und schnell nachhäkeln könnt. Ihr benötigt dazu ein Garn in zwei Farben, ein Gelbton oder Beige oder Rosa für die Spitze und eine beliebige Farbe für den oberen Teil, ein ganz klein wenig Füllsatte, eine Häkelnadel passend zu eurem Garn, eine Stopfnadel und ich benutze ein Polyacrylgarn, was bei 50 Gramm 133 Meter Lauflänge hat und dazu eine Häkelnadel mit der Stärke 2,5. Ich beginne mit dem gelben Garn und mache eine Schlaufe. Ihr könnt auch mit einem Fadenring anfangen. In diese Schlaufe mache ich zwei Luftmaschen und in diese Schlaufe dann sechs feste Maschen. Das Loch in der Mitte zuziehen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche der vorherigen Runde und komme somit auf insgesamt 12 feste Maschen in der nächsten Runde. Hier drauf häkel ich nun zwei Runden mit jeweils 12 festen Maschen. Also einfach 2 mal bis 12 zählen. Oder ihr legt euch einen Markierungsfaden hier rein und häkelt zweimal rund, bis ihr dort wieder angekommen seid. In dieser Runde, die wir jetzt häkeln, häkeln wir jede dritte und vierte feste Masche zusammen. Das macht dann auf die Runde insgesamt 3 Abnahmen, dass wir am Ende nur noch 9 feste Maschen in der nächsten Runde haben. Also häkle ich erstmal 2 feste Maschen und die dritte und vierte masche ich zusammen ab. Das Ganze noch zweimal. In der nächsten Runde nehme ich wieder 3 Abnahmen vor. Da häkle ich jede zweite und dritte feste Masche zusammen. Also eine feste Masche und die zweite und dritte zusammen häkeln. Noch zweimal. Nun machen wir noch eine Kettmasche und nehmen jetzt unsere Füllwatte und mit Hilfe von der Häkelnadel könnt ihr diese hier oben reinstopfen. Falls ihr eine Häkelnadel mit einem dickeren Griff habt, könnt ihr auch einen Stift nehmen und die Füllwatte so da reinzustopfen. Nun nehmen wir das Garn in der anderen Farbe und indem wir hier mit der anderen Farbe so eine Schlaufe durchziehen, haben wir das verbunden. Und nun häkeln wir jeweils 2 feste Maschen in jede feste Masche der vorherigen Runde. Und dabei lege ich den Anfang von dem rosanen Garn und hier den gelben Faden hier in der Mitte so drüber und häkelt diese direkt mit ein, dann braucht man sie nicht vernähen. Also immer 2 feste Maschen in eine Masche der vorherigen Runde, dann müsstet ihr in dieser Runde auf insgesamt 12 feste Maschen kommen. Den gelben Faden könnt ihr zwischendurch abschneiden, weil das brauchen wir nicht mehr.
In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite feste Masche, dass wir auf insgesamt 18 feste Maschen kommen. Also eine feste Masche, in die nächste zwei reinhäkeln und das Ganze noch 5-mal wiederholen. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte feste Masche, dann kommen wir auf insgesamt 24 feste Maschen. Also zwei feste Maschen häkeln und in die dritte machen wir noch eine vierte. Das Ganze noch 5-mal wiederholen. In der nächsten Runde nehmen wir 6 Abnahmen vor, dann häkeln wir jede dritte und vierte feste Masche zusammen. Also zwei feste Maschen häkeln und die dritte und vierte zusammen abmaschen. Noch 5-mal wiederholen. Auch in der nächsten Runde nehmen wir 6 Abnahmen vor, da häkel ich jede zweite und dritte feste Masche zusammen. Das sind dann insgesamt 18 feste Maschen, die wir jetzt haben und in der nächsten Runde wären es dann nur noch 12. Also eine feste Masche häkeln, die zweite und dritte zusammen häkeln und das Ganze noch 5-mal wiederholen. In der nächsten Runde häkeln wir immer zwei Maschen zusammen. Dann hat unsere Runde am Ende nur noch 6 feste Maschen. Also 6-mal zwei feste Maschen zusammen häkeln. So, zum Schluss machen wir noch eine Kettmasche. Und hier drauf 12 Luftmaschen. Und auf dieser Luftmaschenkette häkeln wir feste Maschen bis hier unten zum Anfang wieder zurück. Den Faden schneiden wir jetzt etwas länger ab. So, mit Hilfe von der Häkelnadel bringen wir das Ganze schon ein wenig in Form. Jetzt nehmen wir unsere Stopfnadel. Als erstes schließen wir das kleine Loch, indem wir die äußeren Maschen den Faden quasi durchweben. Und so kann man das Loch dann ganz einfach zuziehen. Jetzt gehe ich mit der Nadel genau gegenüber von dieser luftmaschenfesten Maschenkette, nehme das Ende davon und nähe das hier direkt feste, direkt parallel zu dem Anfang, nähen wir das nun hier feste. Wir drücken das Ganze nun so platt aufeinander und damit das auch so bleibt, fixieren wir das mit der Nadel, indem wir einfach rundherum jeweils von oben nach unten und von unten nach oben
durchnähen. Einfach mit ein paar Stichen rundherum so das Ganze fixieren. Schaut, dass wenn ihr mit der Nadel, wenn der Faden hier rauskommt, mit der Nadel auch in der Nähe wieder reingeht, damit man das nachher nicht sieht, dass das so zusammengenäht ist. Das sieht dann sonst ein bisschen unschön aus, wenn der Faden jetzt hier quer so drüber gezogen würde. Deswegen die Stiche ziemlich dicht beieinander machen. Indem ihr dann mit der Nadel schräg hier durchstecht, kommt ihr dann immer ein Stückchen weiter auf der anderen Seite raus. Und so könnt ihr einmal rundherum das Ganze mit ein paar Stichen fixieren. Am Ende den Faden noch etwas vernähen. Abschneiden. Und schon ist der Schnuller fertig. Den Schnuller könnt ihr entweder als Geschenkanhänger für ein Geschenk für ein Kleinkind verwenden oder ihr häkelt mehrere davon, zum Beispiel in verschiedenen Farben. Das kann man dann als Kette in Kinderwagen hängen oder als Deko in Kinderzimmer. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das verwenden könnt, aber da fällt euch bestimmt etwas zu ein. Viel Spaß beim Nachhäkeln!